Willkommen zurück. Im zweiten Video über Marktversagen reden wir über Externalitäten. Was ist eine Externalität? Es ist eine unkompensierte Auswirkung von Handlungen auf die Wohlfahrt unbeteiligter Dritter. Am besten macht man das oder erklärt man den Begriff durch Beispiele. Ich habe hier ein paar Beispiele für negative Externalitäten. Ja? Abgase von Kraftfahrzeugen, das heißt, da kann der Gestank sein, das können die ungesunden Nebenwirkungen sein. Da ist eine Auswirkung auf Dritte und die ist unkompensiert. In dem Sinne, dass natürlich der Autofahrer oder Motorradfahrer oder Lastwagenfahrer ihnen nichts dafür bezahlt, dass sie die Gase einatmen. Ja? Dann haben wir auch noch die Klimaerwärmung dadurch, das ist auch alles unkompensiert. Ja? Wasserverschmutzung. Wenn Firmen einfach Dreck, Abfälle, chemische Abfälle in ein Gewässer einleiten, dann betrifft das die Wohlfahrt anderer, aber die werden dafür nicht kompensiert. Also bei einer negativen Externalität muss der Verursacher nichts zahlen. Ja? Laute Musik, zum Beispiel Pietro Lombardi in einem Wohnblock, ja, das geht halt allen anderen auf den Zeiger, nur nicht der Person, der es hört. Ja? Nichttragen von Masken bei Infektionsgefahr. Sie sehen, immer wenn Ihre Aktionen oder wenn die Aktion eines Wirtschaftsteilnehmers auf andere sich auswirkt, haben wir eine Externalität. Wenn das negativ ist, das ist eine negative Externalität. Wenn es positiv ist, eine positive Externalität. Zum Beispiel die Impfung hat ja zwei Teile. Einmal ist man selbst geschützt, andere, je mehr sich impfen lassen, erreicht man vielleicht einen Gesamtimpfschutz. Ja. Erfindungen haben natürlich einen privaten Nutzen für den Erfinder, aber auch weiterhin für andere. Restaurierung historischer Gebäude oder wenn ich mein Haus anstreichen lasse, sieht schön aus, da sehen natürlich andere Leute auch und haben auch was davon. Ne? Bestäubung durch Bienen, das sind alles Externalitäten. Was ist jetzt so besonders bei Externalitäten? Ja, Bildung zum Beispiel auch. Man denkt, dass Bildung einen privaten Nutzen hat, ja, für sie, aber auch einen sozialen Nutzen. Das heißt, dass die Gesellschaft besser dasteht, je mehr Leute gebildet sind. Ja? Was ist jetzt das Problem mit Externalitäten? Das Problem ist, dass bei einer negativen Externalität diese Kosten, ja, die verursacht werden, nicht in die privaten Kosten eines Anbieters eingerechnet werden. Ja? Der Nutzen bei positiven Externalitäten wird nicht in die Entscheidung einbezogen. Das nehmen wir an. Ja? Viele Leute sagen, das ist natürlich falsch, weil wenn man zum Beispiel sich impfen lässt, lässt man sich impfen, damit man Covid nicht kriegt. Aber natürlich auch, dass wir Herdenimmunität erreichen. Aber das zweite ist halt ein sozialer Nutzen. Und wir nehmen an, dass die Leute das nicht machen, also nicht mit einbeziehen. Ja, und ich denke mal so, die Realität zeigt Ihnen, dass wir da relativ nah dran sind, dass diese Leute zusätzliche Anreize brauchen, um sich impfen zu lassen. Ja? Oder die Kosten negativer Externalitäten werden nicht in die Entscheidung mit einbezogen. Was heißt das dann für den Markt? Das heißt, das werden wir gleich nochmal im schönen Graphen zeigen, dass negative Externalitäten führen, also auf der Produktionsseite, führen tendenziell dazu, dass mehr als die effiziente Menge produziert wird. Wir überproduzieren dieses. Ja. Und warum überproduzieren wir? Weil wir die Kosten zu gering haben, ja, weil die Kosten der Externalität nicht vom Produzenten getragen werden. Für Konsumenten wirken sich positive Externalitäten so aus, dass weniger als die effiziente Menge produziert und konsumiert wird. Ja, und das sehen wir gleich auch nochmal im Schaubild. Warum? Weil nicht der ganze Nutzen an die private Person fließt, sondern es gibt sozialen Nutzen. Ja? Es geht also immer darum, dass der privatwirtschaftliche Nutzen oder die privatwirtschaftlichen Kosten größer oder kleiner sind als die sozialen Kosten und Nutzen. Ja? Wir hatten bis jetzt diese Unterscheidung nicht gemacht, weil wir implizit angenommen haben, soziale Kosten sind gleich soziale, also private Kosten und
privater Nutzen ist gleich sozialer Nutzen. Jetzt sehen wir, wenn da ein Keil dazwischen getrieben wird, dann kriegen wir nicht das effiziente Marktergebnis. Ja? Hier haben wir eine negative Externalität. Eine Firma verschmutzt die Umwelt und muss nichts dafür bezahlen. Ja? Das heißt, weil der Schaden wird ja verursacht und verursacht Kosten in der Gesamtwirtschaft, dass die sozialen Kosten größer sind als die privaten Kosten. Die Produktionsentscheidung erfolgt aber auf der Basis von den privaten Kosten, nicht den sozialen Kosten. Ja? Das heißt, die private Angebotskurve ist weiter rechts als die soziale Angebotskurve und wir produzieren zu viel. Das können wir auch schön im Schaubild sehen. Hier haben wir unseren effizienten Markt. Ja, wir unterscheiden jetzt zwischen privaten Kosten und privaten Nutzen und den sozialen Kosten und sozialen Nutzen auf der anderen Seite. Wir nehmen hier an, dass diese Diskrepanz für die Nachfrageseite nicht besteht. Aber wir haben hier für die, jetzt kommt es, die sozialen Kosten, haben wir gesagt, sind höher. Ne? Das sind die Kosten unbeteiligter Dritte, also die Kosten der Gesellschaft für die Verschmutzung. Das heißt also, die richtige, die soziale Angebotskurve liegt höher oder weiter links, wie Sie wollen. Und das heißt, dass unsere Menge, die effiziente Menge bei Preis gleich soziale Grenzkosten weniger ist. Ja? Und wir überproduzieren, also ist das hier das Marktgleichgewicht mit Marktversagen. Wir können genauso ein Beispiel machen für die Nachfrageseite. Hier haben wir das Beispiel der Impfung. Der private Nutzen ist, dass ich diese Krankheit nicht kriege. Der gesellschaftliche oder soziale Nutzen ist, dass es Herdenimmunität gibt und vielleicht die Krankheit ganz ausstirbt. Ja? Dafür wird der Impfling aber nicht kompensiert und deshalb bezieht er diese Tatsache nicht in seine Entscheidung mit ein, sondern entscheidet basierend auf seinem privaten Nutzen. Ja? Wir haben hier die Zahlungsbereitschaft eines Konsumenten basiert auf dem privaten Nutzen. Wir haben den sozialen Nutzen diesmal größer als der private Nutzen. Dies bezeichnen wir auch als Spillover vom privaten ins gesellschaftliche. Und die positiven Externalitäten führen dazu, dass zu wenig geimpft wird. Das können wir auch wieder im Schaubild zeigen. Hier, wir fangen an. Private Kosten, private Nutzen. Ja? Und diesmal nehmen wir an bei dem Angebot, dass private gleich soziale sind. Ja, da ist also keine Externalität auf der Angebotsseite. Aber wir sehen, dass der soziale Nutzen höher ist als der private Nutzen. Das heißt, die soziale Nachfragekurve liegt höher oder weiter rechts als die private. Das heißt, unser effizientes Ergebnis wäre hier, ja, das ist die effiziente Menge, die ich ausbringe, dort wo Preis gleich soziale Grenzkosten sind. Und wir haben hier den effizienten Preis. Wir sehen jetzt im Markt, aber mit Marktversagen produzieren wir zu wenig. Jetzt wissen wir, was positive und negative Externalitäten sind. Jetzt müssen wir nur noch mal darüber reden, was kann man denn machen. Ja? Und es geht dann darum, die Kosten oder den Nutzen. Ja? Es geht darum, dass die Firma, die verschmutzt, die Kosten auferlegt kriegt oder der Impfling den Nutzen zusätzlich kriegt. Das nennt man, wir internalisieren die Externalitäten. Ein lustiger Satz, ja, die Internalisierung von Externalitäten. Das heißt, ich erhöhe die privaten Kosten. Ja, wie wir das machen, können wir gleich sehen. Und im Idealfall erhöhe ich die so, dass wir dann haben soziale Kosten gleich private Kosten und dann produzieren wir wieder die effiziente Menge. Auf den Nutzen bezogen, ja, erhöhe ich den privaten Nutzen des Käufers so lange, bis dieser soziale Nutzen gleich dem privaten Nutzen ist. Ja?
Und dann führen die Marktprozesse wieder zu effizienten Mengen. Ja, wie kann ich das machen? Durch staatlichen Eingriff, durch Besteuerung, Subvention, Regulierung, Verbote, erzwungenen Konsum wie die Schulpflicht oder die Impfpflicht. Also da sind viele Schrauben, an denen ich drehen kann. Ja. Es gibt auch privates Handeln, es gibt die Möglichkeit, das wurde von Ronald Coase bekannt gemacht mit dem Coase-Theorem oder Coase-Theorem. Damals kam das Wort der Transaktionskosten aus. Ja, jede Transaktion hat ja irgendwelche Kosten. Ja, das wird auch im vollkommenen Markt, nicht, ich will jetzt nicht sagen verschwiegen, aber da sind die Transaktionskosten null. Ja, also wenn eine Vertragspartei den Vertrag eingeht und also mit einer anderen, da entstehen Kosten dieser Transaktion. Das Coase-Theorem sagt, dass so eine Externalität privat verhandelt werden kann, wenn die Eigentumsrechte klar geklärt sind, ja, und die Transaktionskosten niedrig sind. Das heißt, wenn eine Firma einen Fluss verunreinigt, wenn der Fluss jemand gehört, ja, dann kann die das ja nicht einfach so machen. Und deshalb muss da eine Verhandlung treten und da muss also kompensiert werden, bis da eine Lösung gefunden ist. Ja, warum? Weil die optimale Grad der Verschmutzung ist ja auch nicht null. Sonst könnten wir alles hier auf null runterfahren. Ne? Leider sind die Transaktionskosten oft hoch. Und es sind viele, viele beteiligt oder die Eigentumsrechte ist nicht geklärt. Also das Coase-Theorem kann jetzt nicht als Heilmittel für alles gesehen werden. Ja. Das heißt, man braucht da den Staat, um auch einzugreifen. Ja. Man kann soziale Normen und soziale Sanktionen entwickeln. Ja, zum Beispiel, wenn dann jemand schief angeguckt wird, wenn er sich nicht impfen lässt oder so von seinen Freunden, kann das natürlich auch dazu führen, dass jemand sich impfen lässt oder Auszeichnung des Hauseigentümers für schöne Fassadenrenovierung. Man kann sich da viel einfallen lassen. Ja? Freiwillige können den Strand sauber machen, wenn er verdreckt ist und so können dann die Kosten oder den Nut also kann der Nutzen entstehen oder die Kosten auch abgewendet werden. Beim staatlichen Handeln gibt es zwei Eingriffe quasi, die werden auch viel diskutiert. Man kann entweder einen Markt für die Externalität erzeugen, das machen wir bei CO2 und bei einigen Dingen jetzt schon. Ja. Das klingt ein bisschen, also für einige Leute klingt das sehr pervers, wenn ich sage, ich habe Umweltverschmutzung und ich handle dann mit Rechten. Um die Umwelt zu verschmutzen. Es ist aber von daher eine gute Sache, der Staat kann sagen, wie viel Umweltverschmutzung will ich. Ja? Dann gibt er so viele Zertifikate aus, verteilt die gleich an die Firmen. Und dann werden die Firmen, die es sehr, sehr, sehr leicht haben, ja, wo es leicht ist, mit wenig Kosten verbunden, also die niedrigsten Grenzkosten der Reduktion von Umweltverschmutzung, werden das tun und werden die Zertifikate verkaufen an die Firmen, die es schwer haben. Und das ist dann die effiziente Lösung. Und im Endeffekt habe ich nur so viel Umweltverschmutzung, wie ich Zertifikate ausgegeben habe. Ja? Also es ist quasi eine Marktlösung. Obwohl viele Leute können sich halt nicht daran gewöhnen, dass da ein Recht zur Verschmutzung verkauft wird. Ja? Deshalb gibt es noch eine andere Lösung. Ich kann die Externalität einfach besteuern mit einer PIGU-Steuer. Das heißt, ich erhebe einfach einen Preis dafür, was ja eigentlich auch nichts anderes ist. Aber ich glaube, gefühlt ist es dann so, dass man sagt, ja, die zahlen ja was dafür. Die werden ja bestraft dafür, dass sie Umweltverschmutzung betreiben. Zum Beispiel eine Steuer von 50.000 pro Tonne ausgebrachten Giftschlamm oder sowas. Ja? Etwas, was der Höhe der Externalität entspricht. Das ist auch alles, was wir sagen sollen. Unter gewissen, unter einfachen Annahmen ist es egal, ob Sie Rechte handeln oder ob Sie Steuern aufnehmen. Ja, es führt beides zur effizienten Menge. Gibt es keine großen Unterschiede. Gibt es im Detail Unterschiede. Das werden Sie vielleicht irgendwann mitkriegen, wenn Sie über Umweltökonomik mal ein bisschen mehr reden.
Gut, das war's für Externalitäten.